haben das Büro auf Baden gezügelt oder eigentlich hier gegründet. Baden ist eine lebenswerte Stadt, wo man sehr viel verändern kann. Eine gute Stadt, eine frohe Stadt, eine lebendige Stadt. Baden konnte so einen Mikrokosmos behalten, dass man arbeitet, wohnt, Verwaltung, Industrie, alles auf engstem Raum, alles neu zusammen ist. Und das macht die Stadt so positiv eigen. Prozent der Stadt Baden war Industrieareal, und nicht Kleinindustrie, sondern Grossindustrie. Schwere Sachen hat man hier gebaut. Man hat ja auch ein bisschen das Gefühl, dass Baden auch eine gewisse Weltoffenheit hat. Und das hängt zusammen mit der Industrie. Dass traditionell eigentlich Baden immer sehr viele Leute hatte, die vom Ausland hierher sind, gearbeitet haben. Umgekehrt aber jetzt auch sehr viele Leute, die in Baden wohnen, vielleicht irgendwo im Ausland gearbeitet haben. Und dadurch ist eine gewisse Weltoffenheit entstanden. Baden ist eine kleine Stadt. Sehr speziell gelegen, die Schwierigkeiten hat zum Wachsen. Städtebaulich habe ich das Gefühl, wird die Stadt Baden in 50 Jahren zusätzlich nach innen verdichtet sein. Wir müssen auch lernen, wieder mit hohen Häusern, ich sage nicht Hochhäusern, mit hohen Häusern lernen zu leben. Da sind wir Architekten gefordert. Das kann eine Lebensqualität sein. Die Stadt Baden in 50 Jahren wird autofrei sein. Und innerhalb von 10 Minuten kann jeder in dieser Stadt Baden zum Bahnhof gelangen. Das heisst, dass die Innenstadt bewohnbar bleibt. Ich bin überzeugt, dass eine Stadt wird sein, eine Mehrgenerationenstadt, dass jeder Bewohner von klein bis uralt in der Stadt den Platz wird finden. Also wir sind darüber überzeugt, dass der, der vor allem wohnt und schafft, dass der dieser Stadt Sorge gibt und dass der an dieser Stadt eigentlich auch schafft, also der Qualität der Stadt.